Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Robinson the Journey. Vermutlich zur letzten Folge, falls es nicht gleich ein bisschen mehr wird. Alter, ich stehe schon wieder auf dem, ich würde schon sagen Schlauch, aber Kabel. Das ist das einzige Problem, wenn man so viel auf dem Kopf hat, man hat auch verdammt viele Kabel. Das solltet ihr bedenken, wenn ihr zu Hause einen VR kaufen möchtet zu Weihnachten. Euch werden die Kabel um die Ohren fliegen. Bis das Ganze in Wireless rauskommt, das dauert noch eine Weile, denn ich vermute mal, das müsste man dann per Internet streamen. Das könnte man eigentlich jetzt schon machen. Wieso machen die das nicht? Per WLAN. Einfach hier so ein WLAN-Modul reinpacken, weißt du, und dann wird das Bild gestreamt. Man könnte es als Alternative machen, dass man das Kabel hier rausholt, zack, WLAN an. Und dann geht's los, weil nicht viele haben so viel Internet, dass sie das machen können. Ich frage mich, was in den beschädigten Daten der Higgs-Notfalleinheit war. Das war das Letzte, was sie aufgezeichnet hat, bevor sie in Tysons Atmosphäre eindrang. Das würde erklären, wieso sie kaputt waren. Higgs-Einheiten sind stabil, können aber beschädigt werden. So, ja, wer weiß. So, aber wenn wir hier mit Robinson The Journey fertig sind, macht euch keine Sorgen, ich habe noch ein paar VR-Pläne übrig. Resident Evil werde ich wohl nicht mit VR spielen, also ich werde es höchstwahrscheinlich gar nicht spielen. Ich kann aber mal die Demo spielen, also die richtige, wo man rumläuft. Stopp! Raptoren! Sei leise und steh ganz still. Surprise! Sie haben uns nicht gesehen. Hallo! Warte, was geht? Hier hallo! Ich will, dass du gehst, wenn ich es dir sage. Robin, nein! Sorry, das musste sein. Okay. Hä? Sag es doch einfach, dass er wegguckt. Sieh dir den an. Hartnäckiges Biest. Er steht einfach nur... Oh, wie ich sehe, bist du darin schon ziemlich gut. Sieh dir den an. Hartnäckiges Biest. Er steht einfach nur da. Wir müssen bessere Verschleierungstaktiken anwenden. Wirf irgendwas zur Ablenkung. Das war gefährlich, ich weiß. Aber wir müssen mutig sein, wenn wir deine Freundin finden wollen. Voll abgezogen, weißt du? Ich wusste, dass das so läuft. Hast du mir sofort gedacht. Glaubst du, das ist sie? Hört sich nach ihr an, oder? Aber es war nur ein Raptor und keine mehreren Raptoren. Vielleicht hat sie uns hierher geführt? Zu Esmeralda? Nein, das ist unwahrscheinlich. Finden wir einen sicheren Weg nach unten. Dein Haustier ist wahrscheinlich am Boden. Keine Ahnung, was das war. Eine Kakerlake ist wahrscheinlich. Okay, wir sind wieder hier irgendwo weit oben. Vielleicht wird da unten sein. Du wirst vorsichtig sein, nicht wahr? Tut mir leid, du kennst mich. Immer in Sorge. Total, ich bin immer vorsichtig. Was ist denn los? Ah, da können wir runter, perfekt. Man muss dazu sagen, das Spiel ist jetzt nicht wirklich riesig. Aber das war mir von vornherein schon klar. Man muss dazu auch sagen, dass ich denke mal, so eine VR-Technik programmieren, so ein Spiel zu programmieren, ist nicht gerade das Einfachste. Ah, du kannst an den Kabeln runterklettern. Dafür muss man schon sagen, wenn sie Resident Evil tatsächlich in VR komplett gemacht haben, das muss ja auch lange gedauert haben, ne? Ich bin gespannt, ich kümmere mich um die Biester. Jetzt ist es sicher, Robin. Zumindest sicherer. Ich hoffe ja, Gronkh wird das Ganze in VR spielen, dann werde ich es bei ihm gucken. Alter, ihr seid doch wahnsinnig. Dann bin ich mal gespannt. Also ich finde Resident Evil ist ein spannendes Spiel, aber selber spielen, ich könnte es einfach nicht. Allein die Demo, das Jämmerliche, was wir da gesehen haben, was es an Demo gab. Das habe ich schon gesehen, nein. Nein, das meine ich nicht. So, da unten leuchtet irgendwas und wir müssen... okay, ich sehe schon.
Keine Ahnung, was du von mir willst, Dude. Okay. Wo bist du? Zeig mir den Weg. Oh Gott! Wozu kann man denn da runter? Was ist denn Scheiß? Die verarschen doch einen von vorne bis hinten. So, letzte Konzentration beim Klettern. Soll ich wahrscheinlich hochklettern, oder? Ne, das war zur Seite. Ich weiß. Instabil aus. Ich bin wahnsinnig, aber. Oh Gott! Das könnte tödlich enden. Bist du okay? Gut. Einigermaßen. Aber ich riskiere gerne etwas, sagen wir es so. Wie halte ich mich denn da fest, bitte? Also ein paar Sachen sind hier echt seltsam beim Klettern. So unlogisch. Und wie weit meine Arme auch auseinander gehen? Biologisch unmöglich. Ach du Scheiße. Der brennt ja noch über Licht. Ach, Dreck. So, vorsichtig, vorsichtig. Wir sind wieder hier. Mal neu ausrichten. Da ist so in die Richtung, ne? Ja. Warum halte ich doch da fest? Sag bloß. Wozu gibt es denn hier mehrere Wege? Ah, wieder eins von diesen Dingern. Nur zu. Tu, was wir tun muss. Ich schätze, das hat Spaß gemacht. So ein bisschen. Okay, wir sind unten. Offline. Das Ding ist offline. Ist das eine Rettungskapsel? Hier ist Strom. Leica muss sich hier irgendwo befinden. Wo bin ich jetzt gerade? Oh! Da ist die Kamera. So. Ja, wie versteht mich jetzt wieder? Leica, bist du okay? Wie bist du hier runtergekommen? Es geht dir gut. Prima. Jetzt können wir hier verschwinden. Okay. Oh, was ist das? Eine Ladestation für das Planetarium. Natürlich. Bring das Planetarium in Gang. Dann haben wir die Rechenleistung, um deine fehlerhaften Daten zu reparieren. Und die Mittel, sie uns anzusehen. Cool. Was für ein unglaubliches Glück. Hoffen wir, dass es noch funktioniert. Oh. Du musst ihn manuell überbrücken. Öffne sie mit dem roten Griff. Ich habe gerade gesagt... Ach, vergiss es. Legen wir alle Batterien in die Generatoren, dann können wir sehen, was in der fehlerhaften Datei ist. Was ist los? Ach so. Gut gemacht. Kann nichts damit machen. Ich glaube, er hat es für mich erledigt. Okay. Ach so.
Heilige Scheiße. Okay, gut, das könnte ja was werden. Wo ist mein Strom? Ich habe noch gar keinen Strom, ne? Wo stelle ich die denn rein? Hilf mir doch. Hier vielleicht? Ah, da war ja dieses Stromding ins Kirchens, ne? Okay. Wie sieht's denn hier aus? Auch nicht. Wo soll ich denn damit hin, sag mal? Schauen wir uns hier erstmal um. Irgendwo müssen wir doch hier einen Anhaltspunkt finden, was wir machen sollen. Scannen. Hä? Okay, Batterie 1, 2, 3 ist offline. Wir gehen hier erstmal durch die Gegend und gucken, was wir überhaupt machen müssen. Müssen wir da vielleicht raus? Ups. Oh! Ihr seid scheiße. Scheiße seid ihr. Hier, du Kackviech. Fertig gemacht habe ich dich. Leica, gehst du mal dahin? Etwas weiter. Leica? Okay. Gott, bist du eklig. Eine Krabbe. Gehören da die Energiezellen rein? Ich weiß es nicht. Okay, oh, er ist schon mal drin. Er holt jetzt die Energie vermutlich. Guter Dino. Ja, komm, mach. Der ist voll intelligent, was ist denn los? Der Jesus unter den Dinos. Ich bin immer noch gerade ein bisschen perplex wegen Hans Dieter. Und hier können wir klettern. Das heißt, wahrscheinlich wird da noch eine Batterie sein. Gut, wir haben zwei Batterien. Wir wissen allerdings noch nicht, wo wir sie einsetzen müssen. Höchstwahrscheinlich bin ich einfach ein Depp. Ich hätte einfach nur X drücken sollen. Ich habe versucht, die ganze Zeit mit der Hand dran zu greifen. Ich habe versucht, hier irgendwas einzuscannen. Dabei hätte ich nur X drücken sollen. Ja, ja, ja. Zero ist schon ganz schlauer. Muss ich das Ding auch noch manuell drehen? Was ist denn los hier? Ja! Es ist drin! Ja! Ja! Okay, wunderschön! Ja, somit haben wir das erste auf jeden Fall Intus. Und das Problem ist, dass hier ein zweites ist. Allerdings keine Batterie. Kannst gerne schon mal aufmachen, ja. Kenn mich. Vor allem, wieso wird es rot, wenn ich näher komme? Moment. Das ist das Einzige, was rot wird, wenn es näher kommt. Aber hier ist nirgendwo eine Batterie. Ich habe so das Gefühl, dass sie da unten ist beim Raptor. Irgendwo. Aber erstmal klettern wir wieder hier rüber. Das ist das, was ich nicht vermissen werde von diesem Spiel. Die Kletterpassagen, die wie jeglichen Nervraum. Alter Schwede. Aber mittlerweile komme ich damit klar, weil ich weiß, dass ich einfach nur da hingucken muss.
Wer kann das so sowas auch riechen? So. Damit sind schon mal zwei Energiequellen drinne, fehlt nur noch eine. Und die dürfte höchstwahrscheinlich da unten sein. Aber da ist auch ein Raptor. Ich höre ihn. Alter! Mach doch keinen Scheiß! Gesundheit! Was stimmt mit dir nicht? Gott! Oh. Mach mir doch keine Angst! Da chillt er und niest erstmal! Gott! Okay. Suchen wir das letzte Energieding. Ich befürchte allerdings, dass es irgendwo hier wirklich ist. Tschüss. Wir müssen ihn höchstwahrscheinlich wieder verjagen. Das heißt, rein theoretisch muss ich das als allererstes machen. Wo ich an irgendwas anderes denke. Scheiße, Mann. Gott, warum? Ich dachte, das ist ein chilliges Spiel. Mach doch keinen Scheiß, Mann. Ratte! Scheiße, 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 haben die mich gesehen? Scheiße. Ist hier echt kein Weg? Nichts. Fuck. Mein Ding ist weg. Gibt's hier Ersatz? Mach kein Scheißspiel. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Fuck. Es ist weg, es ist weg. Guck weg. Nein, nein, nein. Noch eins. Nicht nochmal. Nicht nochmal.
Hat er das jetzt gehört? Das wär der Hammer. Oh oh. Na los, geh! Krieg das nicht hin, Leute, ich krieg das nicht hin. Das machen meine Nerven nicht mit. Fuck. Bitte nicht hingucken, Alter. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, oh, oh. Meine Nerven sind blank, ey, Leute. Ich darf jetzt nicht verkacken. Jetzt die Batterie einsetzen. Scanne zur Authentifizierung dein Gesicht. So, die erste ist, wir können mit dem Leitungsproblem anfangen, wenn du willst. Also dann Resident Evil, kannst du knicken, ey. Kannst du so knicken. Oh, wo hab ich's hingeworfen? Da. Meine Fresse. Ich dachte, ah, Resident Evil VR, das ist Babykram. Das krieg ich easy hin. Und dann kommen Raptoren, weißt du, die machen mir ins Hemd. Oh. Ah, ich habe beim anderen Ding mein Auge nicht gescannt, ne? Wir müssen eh zurück, was soll's, ist egal. So. Rein mit dir. Fantastisch. Wir haben jetzt die zweite Batterie. Nur noch eine. Das Wix. Ich schalte es ein, damit du die Trümmer forträumen kannst. Was für Trümmer? Mach keinen Scheiß. Na gut, jetzt bin ich zurückgegangen. Scheiß drauf. Oh Mann. Leute, ich bin psychisch gerade am Arsch. Diese Szene mit den Raptoren, das hat mich so fertig gemacht. Gut gemacht. Alle Batterien sind eingesetzt. Jetzt können wir Energie zum Projektor übertragen und ihn aktivieren. Bitte keine Raptoren mehr. Lass mich dir doch dabei helfen. Ach so, die Energie. Okay, letztes Rätsel. Wir müssen mit 100 ankommen. 150. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Bisschen was ableiten. Nummer 75. Ah, das war easy. Hier haben wir gleich mehrere Energiequellen. So, 25. 55. 145. 15. Das macht keinen Unterschied. 105, du willst mich doch verarschen, oder? komm.
Brauchen wir die 90 überhaupt? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich brauchen wir die 90. Hundert. Easy. So. Okay, das wird wohl das Komplizierteste sein. Hä? Ist klar, ist cremig. Ach komm. Da verklickt man sich einmal und dann ist das Ganze wieder leer. Coole Nummer. So haben wir 50, ne? Wir haben hier nur diese eine Energiequelle. Das heißt, wir müssen die 100 dahin bringen. Sammelt sich doch nur der Punkt, das ist doch Schwachsinn. Simpel. So, Projektion einstellen. Der Schalter würde dich töten, Robin. Die Versuchung ist groß. Unsere Reise beginnt in Kürze. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Ich sitze bereits. Dankeschön. Oh Gott, ich will das so sehr. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe das aus Versehen ausgeschaltet. Als wenn ich jetzt noch wüsste, wie das geht. So. Unsere Reise beginnt in Kürze. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Hier entlang. Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass ich rausgehen soll. Na los, wir können hier irgendwo die fehlerhaften Daten hochladen. Wir finden hoffentlich bald heraus, was deiner Familie zugestoßen ist. Die Bearbeitung wird eine Weile dauern. Ja, Leica? Freust du dich auch schon auf deine Familie? Ja? Die Reise muss beginnen. Hast du das schon mal gesehen? Irgendwie ja nicht. Wo bin ich gerade? Bitte begrüßen Sie Ihren VIP-Gast für heute Abend, Robin Anderson. Das bin ich? Wie bist du da rausgekommen? Licht. Licht aus dem Nichts. Die Reise der Menschheit war lang. Doch wir bewegen uns immer schneller. Immer weiter. Wir wagen uns in die Dunkelheit und bringen Licht. Wir schicken unsere brillantesten Köpfe zu neuen Sternen, neuen Planeten. Zu Tyson 3 an Bord des Raumschiffs Esmeralda. 3000 Seelen mit jeder Generation mehr. Kinder geboren unter den Sternen, um wie Götter zu sein. Dort, wo Dunkelheit herrscht, werden sie Licht bringen. Dort, wo Chaos herrscht, werden sie Ordnung bringen. Und wo Dürre herrscht, werden sie Leben bringen. Die größte Reise der Menschheit endet hier, auf Tyson 3. Heute in einem Jahrhundert. Aber dies ist erst der Anfang. Unsere Kinder werden sich vereinen, gemeinsam arbeiten, leben und eine neue Welt erbauen. Wo eine Reise endet, beginnt die nächste Reise der Menschheit. Eine Geschichte so unglaublich, dass man sie lange erzählen wird. Wir werden da draußen eine neue Welt erbauen. Wir werden in jeden Winkel des Universums Leben bringen. Und wir werden großartig sein. Hätten wir das doch nur bauen können. Fantastisch. Glaub mir, Hicks, ich werde diese Stadt bauen. Ich habe jedenfalls jede Menge Zeit. Ich glaube nicht, dass du so viel Zeit hast, Kollege. Keine Sorge, Robin, ich habe einen Plan. Keine Raptoren mehr, habe ich gesagt. Das war nicht so ganz mein Plan. Ich muss nachdenken.
Was ist das Einzige, vor dem ein Tyrannosaurus Angst hat? Ein Meteor? Nein, warte. Ein anderer Tyrannosaurus. Scanne Laika. Sofort. Du hast sie Laika genannt. Natürlich. Ich schicke ihren Scan durch den Projektor. Das verschafft uns etwas Zeit. Bitte. Gut gemacht. Und jetzt los. Ich glaube, ich habe einen Ausweg. Hier drüben. Schnell. Robin. Verschlossen. Na los, lass mich dir helfen. Wie denn? Oh, ist das dein fucking Ernst? Die Reaktion wird mich nicht ewig ablenken. Hätten wir doch einen Meteor, der Projektor. Wenn ich die Levitation ausschalte, das könnte klappen. Die Schwerkraft? Er fällt runter. Aufschlagzone freimachen. Fuck! Das war deine Mama, tut mir leid, ich hab sie umgebracht. Lass mich kurz scannen, ob er tatsächlich tot ist. Er könnte ja auch nur so tun. Okay. Nur so tun, ja. Puh, da bin ich erleichtert. Er ist mit ziemlicher Sicherheit tot. Erstaunlich, was man erreichen kann, wenn man seine Differenzen beiseite legt. Ja, danke, Higgs. Meine Nerven. Sie haben Laikas ganze Familie getötet. Und jetzt haben sie es offenbar auf sie abgesehen. Laika muss für sie eine Bedrohung darstellen. Wenn sie sowas wie ein Alpha-Raubtier ist, könnte sie gezähmt sehr nützlich sein. Und ungezähmt sehr gefährlich. Also solltest du sie richtig trainieren, wenn sie ein Mitglied unserer kleinen Familie sein soll. Was ist mit dem Projektor? Oh ja, der Projektor. Dann fangen wir mal an. Los geht's. Als Ihre Kommandantin bitte ich Sie, das nicht zu tun. Ich werde Ihr Schiff nicht freigeben, wenn Sie starten. Oh Gott, nein. Ein Teil der Crew wollte den Start eines Escaler-Shuttles erzwingen. Die Explosion warf die Esmeralda aus der stabilen Umlaufbahn. Rettungskapseln bereit machen. Die Kapseln wurden deaktiviert. Versiegelt. Jemand hatte sie verschlossen. Warum sollte jemand die Notfallkapseln deaktivieren? Oh Gott, ist da überhaupt jemand drin? Starten Sie die Kapseln manuell, sofort! Sie musste jede Kapsel starten. Vielleicht überlebt nur einer, aber das ist besser als nichts. Start! Die Crew hat es nicht geschafft. Sie sind leer. Alle leer. Shit. Nein, halt! In der da sind Menschen. Noch mehr. Es sind noch mehr entkommen. Unglaublich. Sieh sie dir an. Sie fallen wie Regen. Wir haben nicht alle Kapseln gesehen. Wir können unmöglich wissen, wie viele gestartet sind. Aber einige haben die Esmeralda verlassen. Vielleicht sogar deine Eltern. Wir wissen natürlich nicht, ob sie auf dem Planeten überlebt haben. Ich hoffe nur, sie hatten eine Higgs-Einheit wie mich dabei. Ja, und einen zahmen Dino. Jeder sollte einen zahmen Dino haben. Lasst uns alle heimgehen. Ich bin fertig, ey. Ich bin fertig mit der Welt. Ja, Freunde. Das war Robinson the Journey. Ich brauche jetzt eine Pause. Ich hab gedacht, das wird ein entspanntes Spiel und am Ende. Alter. Na gut, ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Wie es aussieht, muss er ja kommen, wenn da ein paar überlebt haben. Und Abkürzer, cool. Ich habe einen Erfolg bekommen, weil ich kriege einen Erfolg dafür. Ich werde belohnt, weil ich die Credits überspringe. Jetzt enttäuscht ihr mich aber ein bisschen, Entwickler. Jetzt enttäuscht ihr mich. Naja. Jedenfalls, das war's für dieses Projekt. Morgen, Freunde, kommt das, worauf ihr schon gewartet habt. Cool, ich bin wieder zurück. Jetzt kann ich mich hier wahrscheinlich frei umsehen, ne?
Vogelscheuche kann ich nicht zu Ende bauen. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Haut rein, euer Zero und tschüss. Und schön das Mikro noch geschlagen.